vermisst. Ich auch. Gut. Ich war wie immer beim Lidl und beim Rewe. Und wir fangen mit Lidl an und zwar mit den Tiefkühlsachen, weil die müssen ganz schnell eingeräumt werden, weil 11 Grad sind halt doch ein bisschen warm. Gut, fangen wir an mit Essensplan, gibt es übrigens hinterher diesmal. Ich dachte, ich mache mal was anderes. Okay, also ein Sack Rosenkohl. Dann ist mitgekommen Eis. Und zwar dieses hier. Hier muss ich es halten. Ja, ist richtig. High Protein Eis, Cookies and Cream. Ich finde das voll lecker, ne? Das ist richtig gut. Es schmeckt halt nicht nach Protein. Und Protein und ich, wir sind eigentlich nicht so Freunde. Die meisten Riegel finde ich abartig. Aber das hier finde ich richtig lecker, weil es schmeckt halt nach Eis. Finde ich gut. Dann habe ich noch was Tiefgekühltes gekauft. Aber wo ist es? Habe ich nicht nochmal? Ach doch, da, ja. Ah. Und zwar gab es Magnum den Eisbecher im Angebot. Das ist hier Starhazer? Starhazer? I don't know. Drücken, knacken und genießen. Okay, das ist der Popcorn. Das Popcorn drin. Nee, Popcorn ist da drin. Das habe ich gar nicht gelesen. Schokoladentoffeesoße und Popcorn-Geschmack. Naja, gut, okay. Ist jetzt nicht unbedingt die beste Wahl, aber ja. Gab es für 2,99 Euro, glaube ich, statt 6 Euro. Also, ja. Und der muss echt weg, weil der tropft schon ein bisschen. Jetzt habe ich mich sogar nass gemacht. Naja, gut. Machen wir normal weiter. Und zwar habe ich mitgebracht 3 grüne Äpfel. Ein Päckchen Erdbeeren. Einmal Frühlingszwiebeln. Das war es an Gemüse. So, dann habe ich mitgenommen Rinderhackfleisch, dann Bacon, bisschen durcheinander gerade, aber gut, egal. Dann habe ich Paranüsse mitgebracht und Studentenfutter. Dann durfte die obligatorische Taschentuchausbeute natürlich nicht fehlen. Okay, fertig. Dann sind Mehrkornbrötchen mitgekommen, also Toasties. Dann habe ich mitgebracht, Moment, dann habe ich einen Butterkäse mitgebracht. Dann habe ich Cheddar gerieben mitgebracht. Der war gerade im Angebot. Oder immer noch im Angebot vielmehr. Dann habe ich 2-mal Mozzarella-Rolle mitgebracht. Dann durfte natürlich die Kaminwurzler wieder nicht fehlen. Dann habe ich mir ein Päckchen rohen Schinken mitgebracht. Ich fand, der sah richtig gut aus. So, und dann habe ich den veganen Aufschnitt endlich bekommen. Und zwar habe ich mir natürlich den mit Grillgemüse mitgenommen. Ich bin sehr gespannt, wie der schmeckt. Ja, ich bin gespannt. Dann habe ich noch Käsewürstchen mitgebracht. Wir lieben Käsewürstchen. Dann ist heute 6-mal Milch mitgekommen, denn ich habe noch Milch da. Deswegen brauchte ich nicht so viel. Dann habe ich Parmesankäse wieder mitgebracht. So, und dann
war Katjes im Angebot. Da habe ich zwei Tüten Katjes mitgebracht. Einmal hier die Joghurtgums und einmal die Vitaminis oder Vitaminis. Dann habe ich noch, na komm her, zweimal Hirtenkäse mitgebracht. Dann war gerade Müller Milchreis im Angebot. Da habe ich hier zweimal den Zero mitgebracht mit Zimt. Dann war auch Müller mit der Ecke gerade im Angebot. Da habe ich mir hier, es gab so viele Kindersorten und deswegen musste ich Kindersorten mitnehmen. Aber ist egal, schmeckt man ja eh nicht raus, ob das für Kinder ist. Und zwar habe ich mir mitgenommen Schokosterne mit Tom und Jerry. Aber Tom und Jerry ist auch cool. So, und dann habe ich auch noch mitgebracht, auch nochmal Joghurt, und zwar voll Zott. Die waren, glaube ich, letzte Woche im Angebot, die waren aber diesmal immer noch im Angebot. Und zwar habe ich mir da viermal, Moment, Mascarpone mit Erdbeervanille mitgebracht. Also Erdbeervanille, Mascarpone. So, und dann war ich noch in der Beauty-Abteilung. Da habe ich mir einmal meinen Augen-Make-up-Entferner gekauft. Der ist wirklich sehr gut. Und da habe ich mir eine extra große Packung Shampoo gekauft. Und zwar von Head & Shoulders. Genau. Ich finde diesen Pumpspender cool. Ja. Das war alles vom, na, wie heißt der Laden? Lidl. Genau. Gut, ich räume das Buch fix weg und dann machen wir mit Rewe weiter. Gut, alles, was in den Kühlschrank musste, habe ich jetzt schon weggeräumt. Da liegt halt noch das Zeug, was jetzt nicht in den Kühlschrank muss. Machen wir mit Rewe weiter. Beim Rewe ist mitgekommen, weil ich sie beim Lidl auch vergessen habe, zweimal grüne Gurke. Wieder zu vernünftigen Preisen. Sehr lobenswert. Dann Wildkräutersalat. Ich finde den echt lecker, ne? Also wirklich. So. Dann sind wieder Bananen mitgekommen. Dann ist zweimal Brot mitgekommen. Dann sind einmal Mettenden mitgekommen. Dann die Mini-Frikas von Green Force. Dann sind die veganen Burger-Patties einmal mitgekommen. Dann ist Snickers mitgekommen, weil ich von Joghurts einfach nicht genug kriege. Sind dann nochmal Knickel-Joghurts mitgekommen, aber von der Ja-Eigenmarke. Und zwar einmal Vanillejoghurt mit Schokoperlen und einmal Bananenjoghurt mit Schokoflakes. Genau. So, dann habe ich hier beim Vorbeigehen an dieser Stirnseite habe ich hier solche Drinks entdeckt und wollte die mal ausprobieren. Einmal von Bärbels Milkshake nennt sich das. Einmal in Banane. Und einmal in Vanille. Mal gucken, ob das schmeckt. Einfach mal ausprobieren. So, und dann habe ich diesen Dip hier wieder mitgebracht. Ich weiß gar nicht, habe ich euch den schon mal gezeigt? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, dieser Hexendip. Hexencreme-Dip. Mit einem Hauch von Magie. Der ist so lecker. Also wirklich. Tomate Basilikum ist das, aber das schmeckt so gut. Ungelogen. Das ist absolut lecker. Da brauchst du auch nicht viel für. Einfach nur ein Brot, ein Messer und dann machst du dir mal so ein bisschen auf dein Brot und beißt von deinem Brot ab. Mehr braucht es nicht. Einfach lecker. Kann ich nur empfehlen.
Sehr gut. Ganz schön geschwärmt jetzt gerade für das Produkt. Ich werde dafür nicht bezahlt. Ich werde hier für gar nichts bezahlt. Gut, und dann ist noch Capri-Sonne mitgekommen. Und zu aller guter Letzt habe ich mir ein paar Blümchen gekauft. Genau. Das war mein Einkauf. Und jetzt kommen wir zum Essensplan, der hier schon sehr vorbildlich liegt. Es gibt Kartoffel-Rosenkohl-Auflauf. Dann gibt es Hähnchen mit Gemüse und Reis. Dann gibt es ein Shepherd's Pie. Bei mir allerdings mit Rindfleisch und nicht mit Lamm. Dann gibt es Halloumi-Burger, beziehungsweise für mich gibt es Halloumi-Burger. Für die andere Person gibt es vegane Burger-Patties. Allerdings in Toastbrötchen. Dann gibt es noch eine One-Pot-Nudelpfanne. Dann mache ich ein Putengyros mit Tzatziki. Dann mache ich noch Gnocchi mit Senf-Sahnesauce. Und dann habe ich alles vorgelesen. Gut, so, da ist mir noch was eingefallen. Und zwar, der Discord-Server ist jetzt fertig. Falls du also magst, kannst du da gerne vorbeikommen. Ich verlinke das unten in der Beschreibung und pinne wahrscheinlich auch einen Kommentar an. Und dann kannst du da gerne mal vorbeikommen, falls du das hast. Und wenn nicht, ist das natürlich auch überhaupt kein Problem und auch überhaupt nicht schlimm. Aber falls du hast und gerne vorbeikommen möchtest, kannst du das gerne tun. Und dann können wir vielleicht mal eine Runde quatschen. Okay, das war's auch schon. Das war's. Ich bin fertig. Wir können jetzt ganz entspannt alles wegräumen und in die neue Woche starten. Ich wünsche dir eine wundervolle Woche. Mach's gut. Wir sehen uns am Donnerstag wieder zu einem kleinen Food Haul und bis dahin alles Liebe. Tschüss!